dass er mal Camouflage nice findet. Hat Maximilian fast nur Schrott gekauft? Steht zumindest im Titel. Ich habe fast nur Schrott gekauft. So, Freunde, wir schauen rein. Here we go. 450 Euro. Freunde, vielleicht habt ihr es bei mir auf Instagram schon gesehen gehabt. Und zwar darf ich jetzt hier verkünden, dass wir mit ADR bald eine neue Lagerhalle besetzen werden. Ja, das habe ich schon gesehen. Congrats. Ein, zwei Worte dazu, damit ihr da... Da habe ich ihm auch auf Instagram gratuliert. ...auf den aktuellsten Stand gebracht werdet, weil ihr wisst, ich fühle es, euch da so ein bisschen mit auf die Reise mitzunehmen. Viele von euch interessieren sich auch dafür. Und ich glaube, das ist so ein Move oder so ein Step, wo ich vielleicht ein, zwei Worte zu sagen sollte. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, dass wir letztes Jahr, und das habe ich ja auch wirklich ausführlich erzählt gehabt, dass wir ein Office gesucht haben. Und gerade am Anfang war die Suche nicht nur Office, sondern auch inklusive Lagerfläche. Das war ja der Hauptgedanke, warum wir überhaupt gesagt haben, okay, lass uns ein Office nehmen, weil wir den Versand selber machen wollen, weil wir derzeit einen externen Dienstleister haben. Und deswegen, einfach damit wir näher an diesem Prozess sind, den besser kontrollieren können, da selber einfach die Fäden ziehen können. Und da sind wir jetzt seit Anfang des Jahres eigentlich auf der Suche gewesen nach passenden Möglichkeiten und haben da jetzt Real Talk was gefunden. Ihr habt es ja, wie gesagt, vielleicht auf Instagram schon gesehen gehabt. So sieht der Bums von außen aus. Ja, da kannst du halt anliefern. Wichtig ist dabei immer, dass hier auch ein LKW Platz finden kann, sodass das... Ja, solche Dinge wie ein Lagerhaus brauchst du ja hauptsächlich auch, um die ganze Ware anzunehmen und dann zu verpacken. Aber das habe ich outgesourced. Wir machen 4 bis 5 Kollektionen im Jahr. Da würde ich jetzt nicht das ganze Jahr eine Lagerhalle mieten. Das Ganze mit einem Gabelstapler, also die einzelnen Paletten, oder mit einer Ameise reingetragen werden können. Und hier ist das Ganze jetzt von innen. Es wird natürlich noch anders aussehen. Es ist auch hier noch ultra dreckig, weil vor uns war da irgendein Typ mit Autowerkstatt drin. Und ihr seht ja, hier unten siehst du auch überall so Reste vom Öl und so ein Quatsch. Es wird noch komplett sauber gemacht. Was? Wichtige Frage an der Stelle. Im Office steht bei uns ein Kicker. Was sagt... Aber jetzt hat er das Office und dann noch die Lagerhalle? Sagt ihr Lagerhalle? Tischtennisplatte oder Basketballkorb? Basketball gewinnt mit 64%. Oha. Ich sag ganz ehrlich, Basketball fühle ich schon, aber mein Favorit ist ganz klar Tischtennis. Basketball ist so... Ja, safe Tischtennis, beste. Für mich... Ich bin zwar mega kacke, aber feier ich. Wild, wenn das Wetter gut ist, so ein paar Körbe werfen, wisst ihr, wie ich meine? Dann bin ich safe bei euch. Aber Basketball ist halt, sobald es irgendwie draußen öde ist, whatever, so, dann bist du halt so, dann ist halt lost. Naja, das sind jetzt so die neuesten Updates. Wir schauen uns jetzt im Namen der Fashion-Polizei das neueste LPU, um genau zu sein, ein 3000 Euro Pack-Opening von Maximilian an. Ich bin sehr gespannt, was sich der Boy... Angeblich noch nicht angesehen. Pack-Opening von Maximilian an. Ich bin sehr gespannt, was sich der Boy gekauft hat, ob mir das Ganze taugt oder weniger taugt. Wir sliden rein. Das sind die Dinge. Ich muss mir natürlich gut platzieren, damit ich ein nices Thumbnail habe. Warte mal kurz, Freunde. Sind das die LPUs aus dem Shopping-Stream, welcher vor kurzem online gekommen ist? Da war ja das ein oder andere Ding dabei, was mehr oder weniger fragwürdig war. Deswegen umso gespannter bin ich jetzt, wie die Dinge dann angezogen aussehen. Wir haben eine Hose bestellt, einen Sweater und ein Shirt. Haben wir noch irgendwas? I don't know. Wir schauen einfach mal rein, Leute. Keinen Plan. Ah, nice, Digga. Sehr viele von euch absolut kacke finden. Und was ich nicht wusste, da bin ich jetzt sehr überrascht, ist, dass der Kragen distressed ist. Seht ihr das? Das ist leicht abgenutzt. Ja, ist ja quasi Gallery Department, dass sie alles so ein bisschen stressen, so diesen reworked, ich bin auf der Baustelle gewesen, Look. Es schaut schon sehr bunt aus, oder? Okay, wir probieren das jetzt einfach mal an. Es ist eine Größe L. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, Travis hat auch super viel Merch in diese Richtung. Kann das, ja, das ist richtig. Sein? Hat er nicht super viel Dip-Dye-Merch gemacht? War das Travis? Den Kollegen werde ich... Das ist aber fire. Das ist ja mal richtig nice. Die alle kennen. Da gibt es noch ganz andere verrückte Designs. Schwierig. Schwierig. Sag ich erstmal so. Aber guck mal, angezogen kann das Ganze natürlich auch immer anders wirken. Ah, scheiße, Leute. Die kämen schon wieder, gell? So? Habe ich dafür, ich glaube, 200 Euro oder so. Wir werden das jetzt einfach... Na, da kuschel ich zu arg mit dem Patrick. Mit dem Patrick, das Bock, ne? Weil ich so mit dem Patrick kuscheln tue. So, was machen wir so? Und dann nichts im Griff schon wieder. Gut gemacht.
einfach mal anprobieren. Es ist eine Größe L, sollte eigentlich passen. Ich mache mal die Kamera ein bisschen höher. Was habe ich da für ein wildes Shirt an? Was ist das für eine Marke? 2. April, 19 Uhr. Ja, ich merke gleich mal vom Fit. Ja, vom Fit geht's voll klar. Ja, Fit ist in Ordnung, aber das Shirt an sich kann ich nicht geben. Na, Patrick, entscheid dich mal für eine Seite. Komm nicht immer auf meine Seite. Kann man machen eigentlich. Hinten dann nochmal Gallery Department Aufschrift. Es ist halt sehr bunt. Chat, was meinst du hier? Das sieht halt so ein bisschen aus wie ein T-Shirt auf LSD. Hand aufs Herz, das sieht aus wie ein T-Shirt auf LSD. Das schaut nur so aus, Bro. Ich finde es vom Fit her voll in Ordnung. Es ist halt für den Frühling, für den Sommer wirklich was Helles, was Farbiges. Mit seinem Style, ja, kann er machen. Also ich finde es... Ist approved. Ich würde es nicht mir holen und auch wahrscheinlich nicht rocken. Mit einer schlichten, kurzen Hose. Auf Krampf. Wie viel von 10, Freunde? Trash, ranzige Ärmel. Ja, sind auch da distressed. Im Sommer, im Frühling sehr bunt, kann man das schon mal bringen. Plus, Max ist ja eine Person, die ist teilweise sehr, sehr bunt auch. Ja, ich renne zwar die meiste Zeit schwarz-weiß herum, aber dann oft packt es mich und dann bin ich sehr bunt. Marc, ich glaube, das ist schon ein T-Shirt, was seinem Geschmack entspricht. Mich persönlich würde aber jetzt wirklich interessieren, ist das Champion oder Gilden? Weil die Story kennen wir ja alle mittlerweile. Wir haben jetzt mal... Oh, die Hose ist aber nice. Aber da wird gar nicht mehr drauf eingegangen, dass ich das Shirt so furchtbar grausig finde vom Stoff her. Das ist die Cargo Pants. Die fühlt sich vom Stoff her gleich viel besser an. Wir haben hier die klassischen Gallery Department Kleckse. Ich sehe auch, das ist ein bisschen ausgebleicht. Noch einmal was zu... Gallery Department. Gerade die Leute, die hier diesen Stream verfolgen, die wissen, dass wir diese Marke relativ früh, ja, als wir damals noch aus dem alten Office gestreamt haben, auf dem Schirm hatten. Und wir waren immer so am Spielen mit dem Gedanken, okay, wollen wir uns davon was kaufen oder nicht. Und irgendwann hat diese Brand gerade in Deutschland, aber auch sonst, einen großen Hype bekommen. Ich habe dann irgendwann in den sauren Apfel gebissen und habe mir dann diesen Hoodie von Gallery Department gekauft für teuer Geld. Ich glaube, ich habe wirklich 550... Ja, ist schon teuer, aber ich habe 450 für den Sweater bezahlt, also... Euro dafür ausgegeben. Und dann haben wir live im Stream herausgefunden, dass das ein Champion-Hoodie ist, der letztendlich, gecustomized wurde. Fühlt sich das jetzt... Ja klar, es ist halt die Arbeit, die du bezahlst, der Designer, die da halt ist halt, ja. Nice für mich an? Nein, natürlich nicht, weil ich für einen Hoodie, der 50 Euro kostet, 550 gezahlt habe. Und da kann man jetzt auch argumentieren, okay, wir haben da was dran gemacht, jedes Piece ist unique, aber Leute, irgendwo ist so eine Grenze überschritten, wo man sagt, okay, das kann sich mal rechtfertigen. Auch wenn ich durch diese Aktion relativ viel hat mir das einfach put gemacht, muss ich sagen, dass ich, wenn ich mir die Sachen detailliert anschaue, jetzt auch bei dieser Hose... Die Hose ist krank. Also die Hose, ich habe keine Hose, die so nice ist. Die Hose ist echt krank. Ich freue mich schon, wenn ich die das erste Mal trage. Hose, so dieses, der Destroyed-Look und dann auch hier am Bein, dieses Ausgewaschene. Also gefällt mir schon gut. Problem ist halt einfach nur, der Preis in Kombination mit der... Ja, 790 für die Hose ist halt gestört. Qualität. Hier dann nochmal wirklich sehr, sehr viele Kleckse am Start. Da steht nochmal Gallery Department und so vom Feeling her mit diesem Stoff finde ich eigentlich ganz, ganz nice. So von der Breite her könnte es auch passen. Ich sehe gerade, ich kann auf der Seite hier nochmal die Größe verstellen. Es ist halt dadurch, dass nicht von Gallery Department gemacht ist, sondern dass die einfach eine Card-Hose hergenommen haben. Ja. Patrick, entscheide dich bitte. Halt klassische Card-Qualität. Weil ganz ehrlich, wenn die was selber machen, so wie das Shirt, kommt man das kalte Kotzen. Es ist wirklich so schlimm. Ich übertreibe nicht. Ich probiere die Hose jetzt mal an. Schau mal, wie die vom Fit her ist. So, tausch mal eine Camo Cargo gegen eine Camo Cargo. Sitzt perfekt. Absolut. Also die sitzt richtig gut. Fit. Also ich muss sagen, dass mir die Hose auf den Produktbildern nicht so gut gefallen hat. Jetzt, wo er sie angezogen ist wirklich nice. Anhat, gefällt sie mir auf jeden Fall besser. Auch vom Bund her passt sie perfekt. So sieht die Hose aus. Die ist krass. Die ist nice. Die ist richtig nice. Die geht auf alle Fälle fit, Leute. Ohne Spaß. Die ist richtig nice. Sehr, sehr geil. Top, 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 top. Das Shirt kommt auch mega gut rüber. Wir haben aber jetzt nochmal das Ding ein bisschen weiter nach oben gesetzt, übrigens. Wir schauen zum letzten Piece. Das Überraschungspiece. Vermutlich wurde es deswegen auch ganz unten eingepackt. Wir haben uns hier einen Gallery Department Sweater geholt. In einem Gelb. Der Gilden-Sweater hier nochmal an. Anwesend. Das ist so dick wie meine M&M-Shirts. Ich schwör. Und auch der Stoff, wenn ich den so anfühle, das ist... Das Ding, Freunde, ist original Gilden 9,90 Euro Shirt, ne? Original. Na, Geruch ist... Aber Fit ist gut. In Ordnung. Hinten steht
Department della Galerie. Vorne steht nochmal Department della Galerie. Und angeblich soll irgendwas Krasses sein, wenn ich den Hoodie umdrehe. Also, I don't know. Aber die Hose passt nicht zu deinem Style, Bro. Wie viel Camo-Hosen trage ich immer? Passt absolut zu meinem Style. Ich bin der Camo-Chef. Leute, wir schauen. Ich habe fast schon Boss gesagt, unabsichtlich. Jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Und wenn einer Camo tragen kann, dann bin das ich mit meiner langjährigen Arbeit beim österreichischen Bundesheer. Also von wegen Camo passt nicht zu meinem Style. Okay, reversed? Wow. Scheint mir so, ne? Seht ihr das? Art that kills. Ah. Bedeutet das? Freunde, zwei in einem! Zwei in einem! Wenn der Sweater tragen kann, das heißt, wenn ich den umdrehe, könnte ich den auch so tragen. Also vorne Art that kills. Und hinten hätte ich halt dann nochmal so das Etikett. Welche Seite findet ihr besser? Die originale? Schwierige Frage. Mit dem Branding drauf in schwarz? Oder die andere Seite, die innere Seite, wo quasi der Spruch draufsteht? Ich muss sagen, die innere Seite taugt mir besser. Taugt mir besser. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Eigentlich machen, oder? Ich probiere den mal an. Ist halt nicht so plakativ. Aber ganz ehrlich, für was zahlst du denn sonst, außer für das Plakative bei dem Ding? Ja, der Philipp war extrem hyped, wo er mir erzählt hat, dass das so nice ist. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich den umdrehe. Ich habe den Off-White-Hoodie auch nie umgedreht, obwohl das ein Wende-Hoodie ist. Wir probieren es einfach mal aus. So, ich werde das Ding jetzt mal anprobieren, Leute. Ich weiß jetzt schon, dass ich die ganzen Fusseln dann am Shirt haben werde. Riecht auch wie so altes Bundesheerzeug. So. Ja, aber fit ist gut. Fit ist gut. Ist halt der Fit, wenn du dir einen Gilden-Hoodie in zwei Nummern größer kaufst. Ist nicht schlecht, aber für das Geld, Freunde. Ja. Aber ich will das gar nicht kritisieren, weil letztendlich habe ich dasselbe gemacht. So. Ich habe mir auch den Champion-Hoodie gekauft. Ich meine, jetzt weiß ich es besser, jetzt überlege ich mir das. Ja, ich würde mir nichts mehr holen von Gallery Department, außer Hosen. Und wenn sich die Quali verändert, vielleicht auch noch. Zweimal, ob ich mir davon was kaufe. Aber letztendlich wurde ich auch getrappt. Hätte ich jetzt nicht holen müssen, aber kann man machen. Was ist mit dem Kragen los? Ja, ist in Ordnung, oder? 450 Euro habe ich bezahlt dafür. 450 Euro. Ja. Schmeckt. Rein so vom Ding her hat Gallery Department wirklich alles hops genommen damit, ne? Also muss man den echt lassen. Also die haben da wirklich sich einen Markt aufgebaut. Ich glaube, die gibt's kein zweites Mal. I don't know. 4 von 10, 8,5 von 10, 5 von 10. Wenigstens mal was Buntes. Ja, safe. Das kann man schon sagen. Aber habe ich jetzt die Fäden drauf? Nein, habe ich nicht. Aber I don't know. Die Hose ist das Niceste von allen Sachen. Das kann man mit Abstand sagen. Doch, doch, doch. Würde ich auch unterschreiben. Also, T-Shirt gefällt mir absolut nicht. Sweater gefällt mir auch nicht. Und die Hose kann man machen. Kann man machen. Sweater, T-Shirt gefällt mir gar nicht, aber Hose ist safe. So gerade dafür, dass es auch eine Camouflage-Hose ist. Mit den Details. Ja. Ich will dafür keine 700. Aber Camouflage mag er eigentlich gar nicht, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. 90 Euro ausgeben, aber wird die bei mir im Schrank liegen, will ich sie rocken. Gut gemacht. Und ehrlich zu euch. Wenn ihr relativ viele Marken habt und irgendwie schon so einen Sammlerinstinkt aufbaut, dann war das irgendwie auch so ein Ding. Das muss man im Kleiderschrank haben. So war das bei mir einfach. I don't know. Aber wir müssen jetzt noch ein Ding auspacken. Das ist das Paket von City Optik House, das ich bekommen habe. Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich jetzt eine Sonnenbrille sein, ne? Ja. Du bist ja, das ist mittlerweile der Sonnenbrillen. Hose ist geil, aber Hoodie und T-Shirt ist meiner Meinung nach Rotz. Knacks bei uns, Platz. Okay. Gefunden hat. Man könnte auch schreiben, gefällt mir nicht so gut. Was da drinnen ist, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschicken. Ah, das geht so. Geht nach oben auf. Ich finde es immer so weird, wenn man sich irgendwelche Sachen kauft. Keine Ahnung. Geld dafür ausgibt und dann schreibt einer Schmutz. Dann, Bro, okay. Okay. Das ist das Paket. Oha, ein Brief von City Optik House. Wir sind mehr als nur ein Shop und du bist für uns mehr als nur ein Kunde. Herzlich willkommen. Auf süß. Ja, City Optik House Family. Dankeschön, freut mich. Freue mich dabei zu sein. Ein gutes Gefühl im Club zu sein. Wir haben jetzt nochmal hier ein Seidenpapier und dazu nochmal einen City Optik House Sticker, den wir jetzt natürlich... Sonnenbrillen, wissen wir selber, immer schwierig. Man kauft die online, kommt zu Hause an und... Ich hab's ein bisschen besser gemacht. Letztendlich sieht's aus, getragen sieht's dann aus, wie Schmutz. Hat jeder von uns schon mal gehabt. Immer schwierig. Deswegen Wundertüte. Wundertüte, wir gucken uns an. Lösen werden. So, dann haben wir hier... Der krasse Prank da im Unboxing. Optikhaus. Das ist ein bisschen dieser Vibe wie beim ersten Schultag. Ihr habt so diese Tüte drin. Ja, diese... wie heißt die Tüte? Die Schultüte. Die Schuletüte. So. Und da ist irgendwas Wildes drin und du weißt aber noch nicht was. So. Aber du weißt, inshallah, gefällt mir da was. Hoffentlich.
Schultüte, ja, sag ich doch. Kann aber auch nach hinten losgehen. Auf einmal alles Lakritz. Auf einmal voll mit Lakritz. Keiner mag Lakritz. Ah, es gibt schon Sachen, die Lakritz wild sind. Sag ich ehrlich. Ein Kugelschreiber haben wir auch noch am Start, Freunde. Von City Optik House. Nice. Also, was man da alles dazu bekommt. Und hier haben wir dann ein Gucci-Etui. Ui, ui, ui. In Seide nochmal verpackt. Und wenn wir das aufmachen mit dieser Schleife. Oh, in Gelb, Leute. Ist auch innen nochmal gelb in diesem Etui. Okay, lau, nice. Ey, wisst ganz genau, wenn ich Gucci höre, was mir da in den Kopf kommt. Unsere Mann. Goldene Regel, die ich mir erst an der Stelle mindestens ein Gucci-Piece mal erspare. Das ist das Gucci-Etui. Und wenn wir da reinschauen. Einfach leer. Nein. Auf Prank. Was? Was ist das für ein Joke? Ach so, die Brille habe ich ja schon des Öfteren aufgesetzt und ich habe nur das Etui ach nachgeschickt so bekommen. Was das einfach für eine Gemeinheit. Was ich für einen Tamtam drum mache, dass ich das auspacke, in Wirklichkeit ist die Gucci-Brille. Die okay, aber die Gucci-Brille habe ich noch nicht bei ihm gesehen gehabt. Zumindest ist es in einem Video. Die mir schon vor 2 Wochen gekauft habe. Ja, ich weiß, Freunde, aber ich habe sie noch nicht offiziell unboxed und somit habe ich das hier. Was sagen wir zur Brille? Was sagen wir? Bombe, Bombe, ich liebe diese Brille. Diese Brille? Nachgeholt. Das ist die Gucci-Brille, Freunde. Absolut nices Ding, was ich... Ich finde die nicht schlecht. Weiß, wird die so nicht mehr produziert. Das heißt, wer die nachkaufen möchte... Ach so, vergessen. Geht leider nicht. Ich finde die Brille an sich nicht schlecht. Ich finde, es gibt bestimmt Brillen, die ihm besser stehen. Ich musste das einfach nachholen, dieses Unboxing. Aber die fühle ich des Todes. Absolut nice Brille. Sehr. Kranke Brille. Also geil. Danke an das City Optik House. Sehr geiles Ding. Wenn wir gleich mal da behalten, Freunde. Und damit sind wir schon am Ende vom Unboxing. Zusammen. Servus, Nico. Zusammengefasst, mein Favorite Piece dieses LPUs, was wir hier gesehen haben. Die Hose, 100%. Gesehen haben, ist safe und hätte ich wirklich nicht mit gerechnet, sage ich euch ganz ehrlich, ist die Camouflage-Hose. Das ist so krank. Mein Highlight, muss ich... Dass er mal Camouflage nice findet. Ehrlich zu euch sein, die Brille fand ich jetzt nicht kacke, auch wenn die im Chat jetzt hier nicht so gut angekommen ist. Ob die... Ja, bitte, was kommt im Chat von Patrick Spector gut an, wenn es um mich geht? Oder allgemein auf YouTube, wenn es um Patrick Spector Videos. Ich schwöre, das sind meine größten Hater. Sind alle in seiner Community. Wenn die eines mit Inbrunst machen, dann mich zu hassen. Die Brille ihm jetzt geisteskrank steht oder nicht, ja, sei mal dahingestellt. Aber für mich, so die Pieces, die mir am meisten Kopfschmerzen bereitet haben, ja, war das T-Shirt, weil das gefällt mir gar nicht. Und auch der Sweater so. Da würde ich echt nochmal drüber nachdenken, ob ich das nicht zurückschicke. Aber war 2 in einem Chat. Ja, okay, gut. Damit kann man mich catchen, ich gebe es ehrlich zu. 2 in einem, da bin ich down. Ja, coole Reaction von Patrick. Grüße gehen raus an ihn, Freunde.